So, hey Leute und herzlich willkommen bei wieder einem kleinen neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um das Deck der Zerstörung. Ja, wir packen es mal aus. Wir haben natürlich wieder mal ein Booster mit an Bord. So, hier ist unser Booster und unser Deck. So. Hiervon habe ich ja aber, wie ihr schon wisst, diese Münze, ja, aus Metall. Die gab es leider nur in Zerstörung oder Chaosform, leider nicht in Order oder Tod. Fand ich echt schade, dass es nicht vier verschiedene Stück gab, aber nun denne. Ist halt nun so. Egal, das ist unser Deck. Hier haben wir mal wieder unsere Beschreibung, die keiner braucht. Und hier haben wir wieder einmal kurz zum Zeigen. Weil ich sagte ja, hier der Rahmen ist immer sehr interessant von denen. Das heißt, dass es ein bisschen individuell aussieht, das Ganze. So, Spiegelung weg. Hier seht ihr so ein bisschen metallmäßig das Ganze. Hat also auch wieder mal ein sehr hübsches Design, das Ganze. Gefällt mir persönlich gut. So, letztes Mal kann sein, dass das Video ein bisschen lang geworden ist. Daher versuche ich jetzt die Sachen eher, weil die meisten ja eh nur gern mal die Karten sehen. Denke ich, ja, werde ich das Ganze mal ein bisschen, ich sag mal, zügiger versuchen durchzugehen. So. Aber wie gesagt, ein paar Dinge muss ich einfach loswerden und das ist halt so. Wem das halt dann nicht passt. Das ist dann Pech. So, wir haben hier einen Uruk-Boss. Ist ein Champion. Wir haben zwei Uruk-Boss. Oh, das ist ja mal läppisch. Dann haben wir hier ein. Oh, das ist cool. Bonesplitter-Shaman. Der sieht wieder sehr, sehr geil aus. Und wir haben einen natürlich. Ein Mega-Boss on Mog Crusher. Genau den, den ich auch gemalt habe. Wir rechnen mal zusammen. Wir haben 8 Punkte. Wir haben. Oh, krass. 15 Punkte, klar, und dann nur noch 16, 17, weil dann hätte das sonst nicht mehr so richtig funktioniert. Sehr krass, wir haben 30 Leben am Anfang, wir haben 32 Leben, wir haben 31 Leben, wir haben 32 und 33 Leben. Sehr nett, zu rufen sind sie sehr einfach. Einheit, Einheit, Fähigkeit, Einheit. Ihn, okay, da müsste man heilen. Heilen, Zauber, Fähigkeit, Zauber, das geht noch. Und hier haben wir einfach nur Schaden, Entfernen, Schaden und Fähigkeit. Die sind relativ simpel, muss ich sagen. So. Dann haben wir unsere Segnungskarten. Du erhältst vier Lebenspunkte, ziehe zwei Karten. Sehr schöne Segnung, ist sofortig. Dann haben wir hier die Might of Gorg. Füge deinem Gegner Schaden zu 3, 6, 9. Das ist auch sehr stark. Dann haben wir hier noch Smash and Bash. Füge deinem Gegner 5 Schaden zu, drehe alle vorgenommenen Einheiten auf ihre letzte Ecke. Auch schön, dann kriegt der Feind vielleicht dann nochmal gut Schaden, nämlich. Und unsere letzte Segnung ist Ushering of the Warg. Ziehe 3 Karten offen. Ach, offen, das heißt, der Gegner sieht sie. Einheiten, die du ziehst, darfst du auf beliebige hervorgehobene Champions einsetzen mit üblichen Einschränkungen. Boah, sehr nett. Sehr schöne Segnungen. So. Dann fangen wir jetzt mal an. Einheitenkarten. Wir haben hier unseren Bootsmasher. Zweimal. Und das sind Stacking-Karten. Das heißt, ihr dürft bis zu 3 Karten aufeinander legen und dann haben die nämlich erhöhten Damage. So. Wir haben die zweimal drin. Uruk-Sprashers. Dann haben wir die Uruk-Scrappers zweimal drin. Dann haben wir Gourd-Slashes zweimal drin. Aha. Oh, cool. Beast. Sehr schön. Wolf Raiders zweimal drinne, dann haben wir, oh, schön in Schwarz-Weiß gehalten, auch so ein Wolf. Dann haben wir Gore Chopper Brute, also die gepanzerten. Oh, wir haben einen Maw Crusher drin als Beast. Und das waren auch schon die Einheitenkarten und jetzt zählen wir die einfach einmal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Seht ihr? Die Decks sind identisch gemacht extra, das ist unglaublich. Fair, muss ich sagen. Dann haben wir eine Fähigkeit. Mob Rule. Füge deinem Gegner 2 Schaden zu. Erhöht sich um 3, wenn dieser Champion eine Einheit unterstützt, kontrolliert. Ah, das heißt, wenn er gestackt ist, dann macht er mehr Schaden. Zweimal davon. Dann haben wir hier einen Zauber. Nochmal den gleichen Zauber. Wir haben hier Call of War. Wie gesagt, manche Karten kenne ich selbst noch nicht, deswegen lese ich die ab und zu mal so zwischendurch mit durch. Wirkt Inspiration, drehe eine vorkommende Einheit 2 Schritte vorwärts, wenn sie durch erschöpft wird, erhältst du 2 Lebenspunkte. Oh, nice. Sehr schön. Achso, stopp. Ich wollte die ja mal sortieren, damit ihr seht. Ah, wieder hier unser Tactical. Denkt dran, das ist eine silberne Karte, deswegen darf der in jedem Deck sein. Deadly Chop. Achso, Deadly Chop zweimal, das sind ja Fähigkeitskarten. Und hier haben wir noch eine. Whirling Kwai.
Ah, dann haben wir unser Mystik-Schild. Dann haben wir natürlich diese Karte, da fehlt in keinem Deck. Die ist immer drin. Auch mit ihm. Brutal Smash ist auch immer drin. Dann Arcting Bolt ist immer drin. Und hier haben wir wieder unser Booster und die Schlüsselwörter für dann natürlich das Deck. Sehr interessant. Und wenn ich jetzt mal zähle, haben wir 2, 4, 6, 7, 8, 9 und 10 natürlich wieder. Und wir haben 2, 4, 6, 7. Ja, das heißt, die Decks sind absolut identisch aufgebaut mit Absicht, damit es einfach fair ist. Das find ich nett. Das ist in diesem Spiel einfach echt cool gemacht. Ja, ob das jetzt nun zu 100% fair ist, weil die eine Karte ja was stärker ist wie jetzt die andere, aber sei mal dahingestellt. Aber das ist trotzdem sehr nett gemacht, finde ich. Und jetzt haben wir noch unser Booster. Ihr seht schon, das ist ein bisschen kürzer jetzt das Video. Ich denke mal, so geht es aber auch. Und wir müssen das ja nicht unbedingt in die Länge des Todes ziehen. Oh, sehr nice. Wir haben Stormstrike Fulminator. Ecke 1 und 2. Schaden, den du durch verfolgende Fallen nimmst, verringert sich um Kreis. Sehr cool. Und Ecke 3 fügt dem Gegner dann Schaden zu. Das ist nice. Sehr nett. Sehr nett. Stacking gut. Ja. Dann, oh, ein Pink Horror haben wir. Nice. Sieht sogar sehr geil aus. Dann haben wir wieder ein Quai. Wir haben ein Beast, ein Bad Swarm. Wir haben wieder den Lightning Strike. Glory of War, sehr schön. Wir haben ein Brutal Smash, naja. Oh, ein Tactical Information, naja. Oh, sehr nice, die Karte kenne ich noch nicht. Während deine letzte abgeworfene Karte eine Einheit ist, hat diese Karte den gleichen Effekt wie die letzte Ecke der Einheit, als würde sie dieser Champion kontrollieren. Abgeworfene Karte. Okay, das muss man in Bezug spielen mit am besten dem Beast, dem Vampire Dragon, weil der sagt, du musst eine Karte abwerfen. Und dann kannst du darauf die letzte Ecke beziehen. Das ist natürlich sehr, sehr cool gemacht. Dann haben wir hier einen. Oh, hier haben wir einen Vampir Champion, aber den habe ich leider schon. Den habe ich sogar auch schon und sogar schon in Holo. Und die letzte Karte ist eine Segnung. Und zwar für die Stormcast. Und nice. 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 Immerhin die auf den Glitzern. Das ist ja mal mega geil. Ich glaube, die hatte ich im letzten Booster. Kann das sein? Nee, oder? Hatte ich sie in dem. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr. Aber sie sieht geil aus. Gefällt mir richtig gut. Wir haben jetzt hier. Mal sehen. Wir haben wieder. Wir sortieren mal. Wir sortieren mal. So, so, na, die sind ja egal. So und so. Wir haben 1, 2, 3 Stormcast-Karten. Wir haben eine Chaos-Karte. Wir haben immerhin drei Zerstörungskarten, zwei normale und wir haben dafür vier ganze Todkarten. Ich meine, ich spiele eh tot am liebsten, aber. Die Todkarten habe ich schon alle, meine ich. Aber es ist okay. Es ist völlig okay. Was da drin war, war echt gut. Und von daher alles super. Ja, dann bedanke ich mich doch wieder herzlichst fürs Zusehen. Und ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ich hoffe, so ist es auch okay, wie ich zeige. Und nicht jede einzelne Karte bis ins Kleinste durchgehe. Das kann ich gern mal, wenn ihr euch das wünscht, kann ich das gerne mal machen, dass wir zusammen bestimmte Karten durchgehen, Deckkombinationen, wie auch immer. Ihr wisst ja, es kommen noch einige Karten. Einige Videos von mir, wo ich jeden Schritt erkläre, quasi die ganzen Sachen, ja, damit ihr einfach einen leichten Start in das Spiel habt und Spaß dran habt und es einfach auch gut versteht direkt, so dass nicht irgendeiner kommt, so, oh, ich habe die Weisheit gefressen, weil dann könnt ihr direkt dagegenüber sitzen und sagen, tse, ich auch, ja, und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, macht's gut und haut rein.